Hallo, guten Abend. Heute mache ich ein Interview mit Fuad. Hallo, wie geht's, Fuad? Mir geht's gut, Alhamdulillah. Und dir? Auch gut, danke. Kannst du ein bisschen über dich sprechen? Mein Name ist Fuad Hodari. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Maschinenbau. In 5 Jahren hat geht Uhr. Interessant. Wie läuft dein Studium in Deutschland? Eigentlich Studium ist ein bisschen schwer und langweilig wegen Coronavirus, und alle Kurse sind auch online. Und wir haben jetzt Lockdown in ganz Deutschland. Daher fühle ich mich nicht sehr wohl. Aber Alhamdulillah, ja. Wow, viel Glück dann. Ich habe einige Fragen zum Studentenleben in Deutschland, denn ich werde dort ein Praktikum machen. Ja, bitteschön. Wie viel Unterricht hast du in der Woche? Eigentlich circa 5 Unterrichte pro Woche. Jeder Unterricht circa 2 Stunden. In diesem Semester habe ich 4 Fächer: Grundlagen, Antriebs, Aggregat im KFC, Hydraulik, Materialflusssysteme und die letzte, Discrete Event System. Klingt gut. Glaube ich, das ist nicht so viel, oder? Eigentlich ja, ist nicht so viel, Gut. Sind die Kurse einfach oder ein bisschen schwer? ja. Ich habe gesagt, diese Fächer nicht einfach und brauchen eine Menge Arbeit, um zu bestehen. Aber ich denke, ist für dich ist einfach. Ja, ich finde, alle sind schwer. Ja. Wie helfen sich die Studenten einander? Eigentlich gab es wegen des Coronavirus keine Treffen mit meinen Freunden, viele. Aber ich hatte 2 Freundinnen von meiner Universität in Jordanien, und wir belegten die gleichen Fächer an der Universität, und wir halfen uns einander viel, vor allem in der Zeit der Abschlussprüfungen. Aber ich denke, Deutschen sind sie nett und sympathisch. Was denkst du? Ja, aber ich denke, ohne Coronavirus und ohne Lockdown, ja. Ja, ich hoffe. Und wie ist der Transport in Deutschland? Eigentlich Straßburg sehr nett, ist einfach, sicher und billig. Und du kannst auch ein Privatauto mieten, wenn du nach Ausland fahren. Gut, sehr gut. Transport in Jordan ist mehr schwer. Und wie sind die Wohnungen in Deutschland? Ich denke, sie sind teuer. Eigentlich nein, es ist preisgünstig, ja. Das hängt von Ihrem Wohnort ab. Zum Beispiel mein Haus in Kassel, das ich vor etwa 300 Euro im Monat gemietet habe. Ja, ich Ja. sehe. Was machst du in deinem Deutschlandjahr neben dem Studium und dem Praktikum noch machen? Eigentlich viele. Zum Beispiel sauber mein Haus machen, nach Supermarkt wie Aldi oder Edeka gehen, spazieren machen mit meinen Freunden, und oft im Wochenende habe ich nach Sehenswürdigkeiten fahren oder gehen. Super, sehr gut und interessant. Ja. Sehr schön. Ich finde das Studium in Deutschland wunderbar. Danke für deine Hilfe. Bitte gerne. Viel Glück in deinem Studium. Danke, tschüss. Tschüss.